Il est 19h, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Ich Je möchte suis... Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich bin Ariane Batutouvent. Ich bin die Direktorin des Deutsch-Französischen Kulturinstitutes in Tübingen. Und es hat sich schon jemand zu Wort gemeldet. Wenn ich jetzt vielleicht doch kurz noch die logistischen Anmerkungen machen kann. Sie können sich diese Veranstaltung auf Deutsch und auf Französisch anhören. Sie haben unten ein kleines Feld für die Verdolmetschung. Da können Sie Ihren Sprachkanal auswählen. Oder Französisch zu hören. Es gibt eine Funktion Dolmetschen unten. Genau, und da können Sie Ihre Sprache auswählen. Bon, moi je reste en français. Aber ich bleibe jetzt dann doch lieber beim Französischen und ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich sehr freue, Sie hier begrüßen zu können für unsere dritte und letzte Begegnung des Premiere-Literaturpreises im Jahr 2022. Unsere Gäste, Antoine Wauters, der einen etwas anderen Namen hier heute trägt. Er ist der Autor des Buches Denk an die Steine unter deinen Füßen und Paul Sursack, der Übersetzer dieses Buches auf Deutsch. Es ist die zweite Auflage des Premiere-Literaturpreises. Die erste war im letzten Jahr. Dieser Literaturpreis ist ein Preis, der ein Tandem Autor-Übersetzer zusammenbringt für die erste Übersetzung eines Werkes dieses Autors ins Deutsche. Die Bücher werden jedes Jahr vom Französischen, also viele werden übersetzt, 250 Romane und darunter eben auch 30 Erstlingsübersetzungen. Unser Jury besteht also aus dem Team des Deutsch-Französischen Kulturinstitutes Tübingen in Partnerschaft mit dem Büro du Livre des Institut Français in Deutschland und die Journalistin Sigrid Brinkmann, die gleichzeitig die Regisseurin und Moderatorin eines bekannten Podcasts ist. Wir haben gemeinsam die Shortlist aufgestellt mit drei Romanen. Der erste Roman, Der Zoo in Rom, von Pascal Janowczak, übersetzt von Lydia Dimitrov. Der zweite Roman, Yves Maria auf Französisch und Du wirst es mir niemals sagen, von Julia Kerninon, übersetzt von Hannah van Laak. Also wir hatten schon zwei Online-Zoom-Veranstaltungen zu diesen beiden ersten Romanen, die Sie sich übrigens auch im Streaming auf unserem YouTube-Kanal noch anhören können. Und heute Abend begrüßen wir Antoine Wauters und Paul Sursack für das Buch Denk an die Steine unter deinen Füßen. Liebes Publikum, wir bitten Sie, Ihre Stimme Ihrem Lieblingsbuch zu geben haben, ob Sie es auf Französisch, auf Deutsch oder in beiden Sprachen gelesen haben. Bis zum 31. März haben Sie noch Zeit, hier für Ihr Lieblingsbuch zu stimmen. Und Sie bekommen also ein Preisgeld und eine Einladung nach Tübingen. Voilà, donc pour voter, on, nous allons Um vous an der Abstimmung teilzunehmen. Ja, den Link schicken wir Ihnen oder den stellen wir direkt hier auf dem Chat ein, damit Sie hier entscheiden können, welches Ihr Lieblingsbuch war. Diese Veranstaltung wird simultan übertragen. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wir werden hier maximal 1,5 Stunden zusammen sein und Sie haben Gelegenheit, Fragen zu stellen am Ende dieser einführenden Diskussion, entweder im Chat oder auch dadurch, dass Sie sich hier zu Wort melden. Da gibt es unten ein kleines Smiley, da können Sie dann die Hand heben. Ich habe das jetzt gerade gemacht, vielleicht haben Sie es gesehen. So viel zu den technischen Anleitungen. Ich hoffe, alle haben alles verstanden. Sonst schreiben Sie Ihre Frage auf Französisch oder auf Deutsch in den Chat. Hier sind mehrere Mitarbeiter unseres Institutes, die Ihnen dann antworten werden. Ich möchte jetzt Frau Brinkmann das Wort überlassen. Deutschland, Radio Kultur und sie hat auch einen Podcast über die französische und deutsche Literatur. Sehen Sie sich Ihren Podcast mal an. Es lohnt sich und ich wünsche Ihnen eine schöne Veranstaltung. Dankeschön. Danke an Sie.
dem belgischen Romancier, Lyriker und Drehbuchautor Antoine Wouters und seinem Übersetzer Paul Sursac über das dritte für den Prix Première nominierte Buch zu sprechen. Denk an die Steine unter deinen Füßen, dieser lange etwas sprechende Titel, den haben wir eben schon gehört. Das Buch ist im Sezession Verlag erschienen, der sich ja kontinuierlich um französischsprachige Gegenwartsliteratur kümmert und im Übrigen auch vor kurzem im Dezember war es einen großen, großen Preis bekommen hat eben für diese großartige editorische Arbeit. Antoine Wouters begrüße ich, habe es kurz vorher erfahren, heute in Paris, nicht in Belgien. Comment allez-vous? Wie geht es? Très bien. Très, très bien. Mir geht es sehr gut, danke. Ich lebe in Belgien. Im Süden Belgiens, in den Ardennen. Es ist in erster Linie eine stark bewaldete Region und ich fahre manchmal durch Paris so wenig oft, wie ich kann, so selten, wie es geht. Es ist richtig, dass das vorherige Buch tolles Echo gefunden hat, freue ich mich sehr. Jüngstes Buch, das Anfang März erschienen ist, Le Musée des Contradictions, gerade herausgekommen ist, nicht wahr? Oui, voilà. C'était une actualité un peu... Völlig richtig. Also viel los. Ein Roman, Mahmoud oder Monte des Eaux, ist im September veröffentlicht worden und dann ein paar Monate Reisen, Promotion und so weiter. Und dann war es auch ein bisschen ein Zufall, dass das neue Buch, Le Musée des Contradictions, jetzt im März herauskommt, weil es ein sehr politisches Buch ist und weil wir gegenwärtig auch noch in Frankreich hier im Wahlkampf sind. Da haben wir uns mit dem Verleger gesagt, dass das der optimale Zeitpunkt ist. Es gibt den Krieg, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt und der absorbiert, so empfinde ich es zumindest zurzeit, wirklich alle Aufmerksamkeit aus guten Gründen. Spüren Sie, Antoine Wouters, das auch bei den Veranstaltungen zu Ihrem neuen Buch? Wird viel über den Krieg, den wir zuschauen, von hier aus geredet? Oui, on en parle énormément. Ja, es wird sehr viel drüber geredet. Und ich denke, dass das gewissermaßen auch ein Symptom unserer Gesellschaft ist. Wir sind alle immer auf dem Laufenden. Man sieht in den Medien, was passiert, was die Medien darüber sagen. Das Zeitgeschehen, die Aktualität, die Nachrichten werden heute in einer Art Kreislauf weitergeleitet und zwar nonstop. Nonstop der Krieg in der Ukraine, vorher war es Corona, die Pandemie. Wir sind alle eingetaucht in diesen ständigen Nachrichtenfluss, währenddessen ich glaube, gut, natürlich ist es wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, was gegenwärtig in der Ukraine passiert und auch genau wissen, was da auf dem Spiel steht. Aber es ist trotzdem, wie ich sagte, ein Symptom für eine Beschleunigung der Information und der Nachrichten generell. Und ich muss sagen, dass ich versuche, da doch ein bisschen mal ab und zu einen Schritt zurückzumachen, weil wirklich viel, viel darüber geredet wird, weil heutzutage es eben möglich ist, einen vielfältigen Diskurs auch zu haben. Und wenn ausschließlich ein Thema die Aktualität beherrscht, darf man trotzdem nicht vergessen, dass auch in unserer Nachbarschaft wichtige Dinge passieren, die wir nicht einfach vergessen dürfen. Und ich denke, es ist auch unsere Verantwortung, das nie zu vergessen. Wir wissen es zwar, aber die Aufarbeitung durch die Medien, die geht wirklich immer nur in eine Richtung und das geht manchmal ein bisschen weit. Paul Sursac hat in Paris gelebt. Seit 2012 ist er in Berlin zu Hause. Sie haben, Paul, Bücher von Nathalie Azoulay, Pierre Bergugnou, Eric Chevillard und Mathieu Riboulet ins Deutsche übertragen. War die Arbeit der Übersetzung von Penseur Pierre Sutepa das, was man ein dickes Brett bohren nennen kann? Ja, also das ist aber bei anspruchsvollen literarischen Texten ja eigentlich auch immer so. Aber bei diesem Roman muss ich sagen, dass er trotz aller Herausforderungen wirklich eine sehr große Freude auch für mich war. Ja, also weil dieser Text von der ersten Seite an hat er so eine Sogwirkung auf mich gehabt, dass ich eigentlich dann auch zum Beispiel sehr schnell wusste, beziehungsweise auch wirklich gespürt habe, wo welcher Ton gebraucht wird. Aber
Klar, also da muss man natürlich es noch schaffen, das genauso ansprechend ins Deutsche zu bringen. Und dann darf man sich da auch nichts vormachen. Das ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess. Also man muss wirklich viel rumfallen, muss ausprobieren während des Übersetzens. Und selbst wenn man halt auch schon zum Beispiel viel im Vorfeld analysiert und interpretiert hat, dann ergeben sich dann trotzdem immer ganz unerwartete Schwierigkeiten. Manchmal sitzt man dann wirklich ewig vor einem einzelnen Satz. Und das liegt ja vor allem auch daran, dass im Deutschen Sätze natürlich auch anders gebildet werden als im Französischen. Ja, also man muss die Sätze oft umstellen, weil die Betonung woanders liegt. Also sprich, man darf sich auf keinen Fall so Wort für Wort am Satzgerüst des Originals entlanghangeln. Und es gilt auch nicht nur für Sätze, dann gibt es natürlich auch noch die Wortebene. Und da gab es auch im Roman manche Wortspiele oder auch manche Ausdrücke, für die es keine direkte deutsche Übersetzung gab. Und da muss man dann eben dann auch anfangen, Wortfeldarbeit zu betreiben. Aber man lernt immer sehr viel und man taucht in eine neue Welt ein, vor allem bei diesem Roman, war das ja der Fall. Und letztlich ist dann sehr schönes Gefühl, auch wenn man es dann irgendwie schafft, das Original auch in einer anderen Sprache erstrahlen zu lassen. Absolut gelungen. Ich habe eben sehr lapidar erwähnt, dass Antoine Vauters Romancier und Lyriker ist. Und natürlich werden seine Bücher auch der einen oder anderen Gattung zugeordnet. Aber gerade das Buch, über das wir heute reden, hat streckenweise eben einen sehr poetischen Duktus. Und die Handlung kippt auch ins Fantastische. Trennen Sie Antoine Vauters klar zwischen Prosa und Poesie? Moi? Non. Nein, nicht wirklich. Und eigentlich auch immer weniger. Ich denke, dass der Akt des Schreibens, so wie es mir liegt, wie es meines ist, immer eine Literatur ist, die die verschiedenen Gattungen, die Genres miteinander vermischt. Und ich muss sagen, dass Romane, die ein bisschen eindimensional sind, mich auch eigentlich immer mehr langweilen. Also Romane, die eigentlich nur Geschichten sind, die dann auch noch in einer durchschnittlichen, gemeinen Sprache geschrieben sind, das fehlt mir manchmal an Vitalität. Auch wenn ich selber bestimmte Texte verfasse, dann brauche ich selber bei meiner eigenen Literatur eine gewisse Musikalität. Die Themen, gut, die mögen durchaus auch düster sein und die Realität unserer heutigen Zeit widerspiegeln. Und da können wir nicht umhin. Wir müssen feststellen, dass unsere Zeit nicht gerade eine friedliche ist. Aber bei der Herangehensweise an die Literatur, bei der Auswahl der Worte selber und in dem Rhythmus ist eine gewisse poetische Dimension, eine musikalische Dimension für mich absolut erforderlich, sodass der Leser, die Leserin sich sagen kann, gut, die Situation ist vielleicht düster, aber man spürt in der Sprache eine Energie, die uns vielleicht auch ein bisschen nach oben zieht. Das ist für mich ganz wichtig. Musikalisch bestimmt. Es gibt ein Präludium und sieben Interludien. So organisiert sich das intern. Also ich hatte auch gedacht, unabhängig davon, dass die Sprache Musikalität besitzt, dass Sie beim Schreiben auch eher an eine musikalische Komposition des Ganzen gedacht haben. Ja, das kann man so sagen. Gut. Die Zeit vergeht und wenn ich das gleiche Buch heute noch einmal schreiben sollte, dann würde ich es schon nicht mehr so konstruieren, wie Sie es jetzt sehen, weil es ist natürlich schon eine gewisse Form von Spiel zwischen den verschiedenen Teilen. Sie haben das Präludium und Sie haben dann diese Kapitel und die Pausen in der Erzählung, die Interludien, um eine andere Stimme hörbar zu machen. Und ich denke, wie gesagt, dass ich heute vielleicht dazu neigen würde, all das Stärke in den Textkorpus selber zu übernehmen. Aber gut, so ist es mit der Zeit, die vergeht. Man ändert sich, man sieht die Dinge ein bisschen anders. Und das ist eben auch ein Teil der Fortschritte, der Entwicklung als Autor, die man vollzieht. Ich habe das Buch vor fast 5 Jahren geschrieben. Wenn ich die 2 Jahre mit einrechne, die erforderlich sind, bevor daraus ein wirkliches Buch wird. Das ist ein Text, den ich relativ rasch verfasst habe nach meinen ersten Texten. Aber gut,
Ich habe das jetzt vorhin heute Nachmittag mir nochmal angesehen und den Text nochmal gelesen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, es ging auch so, aber ich sehe schon, dass ich jetzt 5 Jahre mehr Übung habe beim Schreiben. Meine Herangehensweise ist nicht mehr die gleiche. Das ist wie ein Maler, Picasso, 5 Jahre nach der blauen Periode hätte er dann noch genauso gemalt, wahrscheinlich nicht. Die Dinge ändern sich. Aber die Musikalität, haben Sie recht, ist ein musikalisches Buch. Und ich werde jetzt mal ein bisschen ins Innere des Textes gehen. Wir haben ein bisschen über die Form gesprochen. Es war schön, Ihnen zuzuhören, was auch die Veränderung Ihrer eigenen Sprache angeht und der Zugriff heute ein anderer wäre. Also für mich ist Denk an die Steine unter deinen Füßen ein durchaus phantasmagorisches Buch, das mir aber bei aller Übersteigerung sehr, sehr geerdet vorkommt, wenn man beim Lesen spürt, dass diese Fiktion auf Erfahrungen aufbaut, die Antoine Fouterre sich nicht aus den Fingern gesogen hat. Er verwirrt uns, weil wir nicht wissen, in welcher Zeit, in welchem Land und an welchem Ort sich das Romangeschehen abspielt, aber die harten Bedingungen, unter denen Menschen wirklich zäh um ihre Existenz kämpfen, die gibt es ja. Und wir alle wissen das. Und es reicht, sich umzusehen in der Welt, es reicht zuzuhören oder sich einfach einmal anzustrengen, sich in die Haut eines anderen, eines nicht privilegierten Menschen, eines Entrechteten hineinzufühlen. Wir lesen in Ihrem Roman von bitterer Armut und gnadenloser Ausbeutung. Es gibt Autokraten an der Spitze des Landes, Denunzianten, Profiteure und einen häuslichen Tyrannen. Die Individualität der Subjekte wird vielfach wirklich mit Füßen getreten, aber die Charaktere, die Sie, Antoine Bouterse, geschaffen haben, entwickeln eben ihre eigenen Überlebensstrategien. Der Eros zum Beispiel bietet einen wichtigen Rückzugsort in der Misere. Auch das Aushecken eines politischen Attentates hilft, den Kopf oben zu halten und die Haft, zu der es kommt, mit Würde zu ertragen. Es passiert wirklich sehr, sehr viel in diesem Roman, der, ich würde das nennen, nach vorne erzählt wird. Es gibt eine Richtung in diesem turbulenten Geschehen und einen friedvollen Ausblick, für den auch eine ambivalente Lichtgestalt entscheidend mitgesorgt hat. Über die werden wir später noch mehr hören und auch sprechen. An Sie, Paul, möchte ich diese Frage richten. Können Sie für uns vielleicht einmal die Grundkonstellation des Romans Denk an die Steine unter deinen Füßen skizzieren? Wer sind die Hauptakteure? Ja, also das Geschehen wird vor allem aus den Perspektiven der beiden Zwillinge, Leonora und Marcio, erzählt. Und diese Zwillinge wachsen mit ihrer Mutter und ihrem Vater, Mams und Paps genannt, in bitterer Armut auf dem Land auf. Und das Ganze auf einer fiktiven Insel. Und die Familie muss ständig um ihre Existenz fürchten, weil Diktatoren die Bevölkerung skrupellos auspressen. Und was ja aus dem Grund vor allem anderen zählt, ist ausreichende landwirtschaftliche Produktion, um diese horrenden Quoten fürs Regime einzuhalten. Und ja, allerdings bleibt dadurch für die Familie selbst kaum was übrig. Und in diesem Kontext gibt es natürlich auch wenig Raum für Bildung, weshalb Leo und Marcel schon ganz früh aus der Schule genommen werden, um ja Vollzeit auf dem elterlichen Bauernhof zu schuften. Und das Ganze in traditioneller Geschlechtertrennung. Also Leo untersteht der Mutter, Mams im Haushalt, Marcio muss für Paps auf den Feldern arbeiten. Aber Marcio kann wenigstens im Unterschied zu Leo die Weite der Landschaft auskosten. Und eines Tages tauschen die beiden Zwillinge dann zum Spaß, aus Lust am Spiel, für ein paar Stunden die Rollen, indem sich Leo als Marcio verkleidet und Marcio als Leo, sodass Leo dann auch mal zur Abwechslung nach draußen auf die Felder kann und dort mitarbeiten kann. Aber damit fliegen sie dann natürlich recht bald auf und werden zur Strafe heftig verprügelt.
Also die Eltern sind generell mit ihren eigenen Sorgen so sehr beschäftigt, dass sie wirklich nicht in der Lage sind, ihren Eltern Liebe entgegenzubringen. Und stattdessen lassen sie ihre Frustrationen an ihnen aus und sind gewalttätig, sowohl körperlich als auch auf verbaler Ebene. Und diese Lieblosigkeit hat jetzt zur Folge, dass die Beziehung zwischen Leo und Marcio umso inniger wird, weil sie ja sonst niemanden haben, der ihr Liebesbedürfnis in irgendeiner Form erwidert. Aber als der Vater dann die beiden eines Tages beim Liebesspiel entdeckt, gibt es nicht nur Prügel, die Eltern beschließen auch, die Zwillinge endgültig zu trennen. Und dann muss Leonora zu ihrem Onkel Sio und zu ihrer Tante Madde ziehen. Und also ich glaube, also mehr erzähle ich jetzt vielleicht erstmal nicht. Jedenfalls wird sich das als absoluter Glücksfall für Leo und auch später für Marcio herausstellen, weil sie zum ersten Mal so in den Genuss von einer Form von Sanftheit kommen und ja zum ersten Mal so einen Vergleich haben und sich des Unrechts so wirklich bewusst werden, das ihnen widerfahren ist. Ja, wir haben eben von Ihnen, Paul, gehört, dass die Familie von der Landarbeit lebt. Also, denn guckt, was der Boden hergeben kann, und das ist nicht viel. Die Menschen sind fast am Verhungern. Anders sieht es aus für die Leute, die dem Regime dienen. Die besitzen lauter Konsumartikel, die das Leben etwas leichter machen und die die Masse niemals besitzen wird. Am schlimmsten ist aber tatsächlich die fehlende Bildung des Volkes. Den Namen des Autokraten, der an der Spitze dieses fiktiven Landes sitzt, heißt Desoju. Ich spreche ihn mal so aus. Klingt etwas fremd, aber auch nicht völlig unvertraut. Es gibt auch einen Vulkan in dem Land, der ausbricht. Man denkt an Italien. Es gibt krasse klimatische Gegensätze zwischen Nord und Süd, auch wie in den Ländern des Südens. Aber es ist unmöglich, das Land zu verorten. Antoine Wauters, woran haben Sie gedacht, als Sie dem Land bzw. dem Staat eine Form gegeben haben? Au départ, j'étais parti sur, j'avais envie. Ursprünglich wollte ich eigentlich über das moderne Italien schreiben. Also das Italien, so wie ich es kennengelernt habe, als ich damals viel in diesem Land war. Die Mutter meiner Kinder ist Italienerin und aus diesem Grund war ich mehr als 10 Jahre lang regelmäßig dort. Und zwar in erster Linie auf dieser eigentlich ganz fantastischen Insel, nämlich Sardinien, wo Berlusconi regelmäßig seinen Urlaub macht und wo er eine Art Hotelimperium gegründet hat. Und jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin und in erster Linie natürlich in der Familie, also wir waren immer unter Bekannten in der Familie der Mutter meiner Kinder. Das waren immer Menschen, die auch unter relativ prekären Verhältnissen lebten, manchmal abgelegen im Gebirge, manchmal in der Nähe der Küste. Und gleichzeitig sah man dann diese sehr futuristische Architektur der Hotelgebäude, die einfach aufgepfropft wurden auf das tägliche Leben der Menschen, dieser Luxus mit neuen Technologien und so weiter. Das waren zwei Paralleluniversen, die nebeneinander existierten. Eine Welt, in der man alles hatte, in der es an Geld nicht mangelte, nie mangelte. Eine Welt, die für sich alle Rechte beansprucht, die die Natur zerstört, das Leben der Menschen zerstört und auf der anderen Seite das leise, stille Leben der normalen Menschen auf dieser Insel. Gut, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht besonders originell. Dieser Widerspruch ist seit langer Zeit bekannt. Aber für mich erschien das geradezu symbolhaft, emblematisch für eine Entwicklung, die wir seit mehreren Jahrzehnten an verschiedenen Orten der Welt beobachten können. In den USA zum Beispiel, wenn Sie sich Leute ansehen wie Trump, die mehr oder weniger die gleiche DNA haben wie jemand wie Berlusconi eben. Also dieser Gedanke, dass mit Geld alles geht, dass Geld das eigentliche Ziel im Leben ist und sobald man sehr viel Geld angehäuft hat, man im Grunde machen kann, was man will.
und auch zerstören kann, was man will, die Welt, die Erde, die Existenzbedingungen der Menschen. Aber man findet das auch in Afrika und in Osteuropa, in den ehemaligen kommunistischen Ländern. Und deswegen habe ich das alles irgendwie zusammengeführt und durchgemixt, habe dann die sardischen, italienischen Klänge im Buch beibehalten, bei der Wahl der Namen und so weiter. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass man da zum Beispiel auch gerade mit in diesen Klängen auch an das Rumänien von Ceausescu denken könnte. Das hat dann hinterher geführt zu einer Konfiguration von Ländern, die gewissermaßen symbolhaft ist für unsere ganze Welt, geprägt durch diese großen Spannungsfelder, diese großen Antagonismen zwischen denen, die alles und denen, die nichts haben. In der Buchausgabe gibt es zwei Zeichnungen mit der Topographie des Landes, entre ici et ailleurs. Eine aus der Zeit, als die Geschwister noch Kinder sind, und dann eine aus der Zeit als junge Erwachsene. Haben Sie, Antoine, die Blätter gezeichnet? Non, c'est ma compagne qui est d'ailleurs Nein, ici. Das ist meine Lebensgefährtin, die übrigens auch hier ist im Haus. Sie könnte auch darüber gerne was erzählen, wenn Sie wollen. Nein, ich wollte eben auch diesen spielerischen Aspekt mit reinbringen. Denn ich meine, ich weiß, dass das Buch sehr politisch ist und die Brutalität zum Beispiel den Kindern und den Menschen gegenüber ist sehr stark präsent. Und ich wollte einfach nur mit diesen beiden Zeichnungen zu Beginn und zum Ende des Buches die Entwicklung über einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahren aufzeigen. Der Übergang von einer Welt, die noch nicht ganz kaputt gemacht worden ist durch diese Diktatur, dieses diktatorische Regime, eine konsumeristische, auf reinen Verbrauch ausgerichtete Diktatur. Der Fortschritt für die Menschen auf dieser Insel würde einfach darin bestehen, mehr arbeiten, mehr verdienen, um sich mehr Geschirrspülmaschinen oder was weiß ich, andere Geräte zu kaufen. Und man sieht dann innerhalb von 15 Jahren, wie diese Insel, die eigentlich noch sehr naturbelassen war vorher, auch wenn die Bedingungen natürlich hart waren, das Klima und so weiter, aber gut. Es blieb vieles Schönes dennoch nach. Es gab damals noch die unberührte Natur, die es den Menschen, in dem Fall Marcio und Leonora, auch eine Art Zuflucht bietete. Und hinterher, als sie dann größer geworden sind, sieht man, wie das Regime überall immer stärker alles besetzt hat und präsent ist. Und der Text hat auch eigentlich mehr hinterher dann die Form einer Fabel oder einer politischen Erzählung. Aber darum ging es mir, ein Kinderbild, als hätten die Figuren selber diese Zeichnungen gemacht. In der deutschen Ausgabe fehlen diese Zeichnungen. Wissen Sie, warum, Paul? Antoine hätte die Karte natürlich sehr gern drin behalten, auch für die deutsche Version und ich auch, ehrlich gesagt. Ich fand es auch so super, diese Karte am Anfang zu sehen, dann das Buch zu lesen und dann, also zumindest in meinem Fall, erst am Ende zu entdecken, dass es hinten ja auch noch eine Karte gibt und dann einfach abzugleichen, ja, also inwiefern sich das mit meiner eigenen Vorstellung von den eingetretenen Veränderungen deckt, ja, also diese zugebaute Küste zum Beispiel und so, also ich fand das sehr bereichernd. Ich hatte mir auch die beiden Seiten auch schon ausgedruckt und dann erstmal handschriftlich alles darauf übersetzt, was nicht Eigenname war. Letztlich war es dann aber eine Entscheidung des Verlags, die dann auch erst kurz vor Druck feststand, aus Gründen der Buchgestaltung. Also ganz genau weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kann ich dann auch nicht, es liegt dann auch nicht nur an mir, das zu entscheiden, aber der Verleger hat dann auch nochmal, was glaube ich, telefonisch mit Antoine abgeklärt. Und dann würde man denken, okay, gut, ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber dadurch ist dann schon erstmal ein großes Problem entstanden, weil diese Karte ja vor allem am Anfang noch vor der Lektüre ja eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt. Und ohne diese Karte fehlt der deutschen Übersetzung jetzt zunächst dieser Inselcharakter und der für so eine gleichnishafte Geschichte ja durchaus relevant ist. Und das vor allem, das habe ich auch erst dann gesehen, das Wort Insel im Original kommt erst auf Seite 100 noch was vor. Und aus dem Grund habe ich dann an mir passend erscheinenden Stellen das Wort Land durch das Wort Insel ersetzt. Und zwar gleich auf der zweiten Buchseite, glaube ich, der deutschen Fassung. Damit im Deutschen einfach auch unmissverständlich ist, dass es sich um eine Insel handelt. Und
so finde ich, ja, kann man diese Welt dann auch ganz gut ohne, ja, diese Welt sich ganz gut ohne die Karten vorstellen. Und das war ein notwendiger, aber natürlich auch nicht unbedeutender Eingriff gemessen am Original, wofür ich natürlich dann auch die Zustimmung von Voltaires eingeholt habe. Aber immerhin hatte diese Ersetzung für mich als Übersetzer einen Vorteil, einen kleinen, also auf sprachlicher Ebene, weil ich das Wort Land sowieso schon ziemlich oft in der Übersetzung schreiben musste. Also meistens musste ich nicht nur Pays mit Land übersetzen, sondern auch Terre und Compagne. Und deshalb wurde es durch einfach sprachlich ein bisschen eleganter, dass ich etwas öfter das Wort Insel einstreuen konnte. Interessant. Wir haben ja eben schon gehört, also ich gehe jetzt etwas zurück, dass das Verhalten, also als das Verhalten der Eltern beschrieben wurde, dass die beiden das nicht ertragen, dass ihre Kinder auch sexuelle Wesen sind. Und ich habe eine Passage ausgewählt, die Paul Sorsak jetzt auf Deutsch lesen wird. Und wir hören natürlich, wer das möchte, auch das Original simultan übersetzt. Ich würde Sie bitten, zu lesen. Ja. So. Ein bisschen Licht machen noch. Okay. Mams wollte uns aufs Internat schicken, was für Paps wiederum nicht in Frage kam, weil er auf uns angewiesen war. Er tigerte in der Küche herum, fuchtelte mit ausstehenden Rechnungen, kritzelte seine Geschäftsbücher mit roten Zahlen voll und begann schließlich zu brüllen, während Mams nur den Kopf schüttelte und sagte, dass sie verwirrt sei, müde und mit ihrem Latein am Ende. Es folgte ein langer Moment des Schweigens. Aus dem Radio drang die Kurzmeldung über den Mongmorju, Zerstörung für Benedinde, verwüstete Straßen, an den Gasen erstickte oder vom Vulkangestein zerquetschte Menschen. Bis Mams unter dem Vorwand, dass dieses Leben nicht länger auszuhalten, dass sie fix und fertig sei, wieder mit ihrer Internatsidee kam. Sie warnte uns. Macht bloß nicht denselben Fehler wie wir, Zwillinge. Bekommt niemals Kinder. Worauf Paps mit schrillen Schreien reagierte, die aus ihm hervorbrachen wie Insektenschwärme. Schreie, die ihn dazu brachten, gegen die Wände zu hämmern und noch lauter zu brüllen. Und er verfluchte dieses Hundeleben, das ihn noch umbringen würde. Armer Paps, armes Leben, elendes, hündisches Land. Abgesehen von dieser Internatsidee, die derart entzweite, hatten sie sich auf eine ganze Reihe strenger Regeln geeinigt, die wir aufs Peinlichste zu befolgen hatten. Wenn wir nicht, wie Mams es auszudrücken pflegte, von der Bildfläche verschwinden wollten. Tatsächlich waren es eher Verbote als Regeln. Zum Beispiel durften wir nicht mehr im selben Zimmer übernachten, denn jeder hatte sein eigenes. Marsus befand sich auf dem Dachboden, wo es unerträglich heiß war. Wir durften nicht mehr gemeinsam das Vieh füttern, was für uns Alltag und unsere größte Freude gewesen war. Gespräche unter vier Augen waren untersagt. Ob daheim, Sbabu hatte übrigens Hausverbot bekommen, oder woanders, in den Ebenen, im Sumpfgebiet und an den Flüssen, in denen wir so gern nackt badeten. Und wenn uns, zu guter Letzt, Mams oder Paps, Mams war uns da lieber, noch einmal in der Verkleidung von übergeschnappten, sonderlingen, abartigen überraschen sollte, oder gar dabei, wie wir uns anfassten, dann würden wir ein Schandmal in unsere Wangen geritzt bekommen, mit Paps Messer und einem Stück Zucker, um die Wundheilung zu hemmen. Im Grunde waren beide am Ende, das sah man, was uns aber nicht wirklich kümmerte. Wir wollten ja nur unser Leben leben und die Liebe genießen. Ja, danke für die Lesung dieser Passage. Die Geschwister Marcio und Leo, die lieben sich. Und sie planen einen Ausweg, eine Flucht aus der Familienhölle. Sie haben Antoine Voltaires, bevor sie sich vor etwa 10 Jahren aufs Schreiben verlegt haben, als Lehrer in Brüssel und in Liège in Lüttich unterrichtet, haben sie als in ihrer Vorstellung die Charaktere der Geschwister, dieser Zwillinge, entstanden ist, auch an Kinder und an Jugendliche gedacht, die sie als Schüler in der Klasse hatten? Non. À vrai dire, nein, nicht wirklich. Dieses Buch, also abgesehen von der politischen Erzählung, die wir ja gerade schon angesprochen hatten, ist es so, dass es im Grunde ja doch eine Art inzestuöse Liebesgeschichte ist zwischen einem Bruder und einer Schwester.
Für mich ist es keine inzestuöse Beziehung, sondern eher eine Metapher. Eine Metapher für eine besondere, starke Form von Liebe, die Menschen einander entgegenbringen können. Ich persönlich habe gar nicht so sehr an Teenager gedacht, die ich vielleicht gekannt hätte in der Schule oder anderswo, sondern an die Beziehung, die mich mit meinem Bruder als Kind verband. In vielerlei Hinsicht ist der Text oder sagen wir einmal das Umfeld doch angelehnt an die Kindheit, die wir in gewissem Maße erlebt haben, mit natürlich viel weniger Gewalt und Brutalität. Aber es war eben auch ein Leben, welches abgetrennt war von allem, abseits von großen Städten, Technologien, von der Rolle des Geldes. Es mangelte uns zwar nicht an Geld, aber gut, es war eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Herangehensweise. Ich hatte Großeltern, die wie im Buch Landwirte waren, Bauern, zumindest zu einer gewissen Zeit waren. Gut, hinterher hat sich das geändert, aber angefangen hatten sie damals als Landwirte. Und diese sehr fusionelle, innige Beziehung, die wir hatten, mein Bruder und ich. Und das geht sogar so weit, dass der erste Satz des Buches, als Leonora sagt, wir sind als Zwillinge auf die Welt gekommen. Ich meine, mein Bruder war für mich immer eigentlich der Ältere, aber das ist wirklich der Satz, der für mich eben auch ein autobiografischer Satz ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Bruder, auch wenn er bei uns tatsächlich 1,5 Jahre älter ist als ich, aber ich habe immer den Eindruck, er ist mein Zwillingsbruder. Unsere ganze Kindheit hinüber. Das kommt also dem Mythos von Androgynos, von dem Aristophanes bei Plato spricht. Also wie Teilen eines kugelförmigen Wesens, komplette, vollständige Sphären, die weder Mädchen noch Jungs sind, sondern eben nur ein Ganzes darstellen, also ein perfektes Ganzes. Und so haben wir das erlebt. Und in diesem Buch wird eben auch erzählt, wie die Zeit diese originelle Einheit zerstört. Es ist eine Reaktion gegen das harte Leben natürlich auch. Wenn man so stark mit jemandem in Symbiose lebt, dann schützt man sich auch vor den Schwierigkeiten und der Härte. Und genau das haben wir getan während unserer Kindheit und in der Erzählung, um die es hier geht, ist das natürlich noch stärker ausgeprägt, auch wegen des politischen Kontextes. Eine kleine Unterbrechung und das Bild ist eingefroren. Ich hoffe mal, dass Antoine Bouters Stimme gleich wieder zurückkommt. Ja. Moi, je vous entends nouveau. Très bien. Ouais. Ja, die Eltern dieses symbiotischen Geschwisterpaares sind schon eine arge Plage. Sie demoralisieren die Kinder auch mit Spruchweisheiten und defätistischen Ansichten ab von den Schlägen, die sie sowieso bekommen. Also sie behaupten zum Beispiel, zu viel Liebe lässt das Gehirn schrumpfen. Antoine Bouters spricht den Leser ja hin und wieder unmittelbar an. Da finden sich dann Sätze wie diese, die Worte, die ihr soeben gelesen habt, sind düster, das stimmt. Und wahrscheinlich sagt ihr euch gerade, so ein Pech. Sie sind wirklich vom Schicksal verfolgt. Ich fühlte mich beim Lesen aktiv in die Geschichte hineingezogen. Paul Sursak hat das am Anfang auch schon beschrieben, dass ihm das ähnlich ging. War das, hat das den ganzen Text getragen? Ja, ich oder? Ja. Ja, ja, absolut. Wie Sie es gerade schon erwähnt haben, also auf der technischen Ebene immer wieder dieses Ihr, ja, so gleich am Anfang schon, ne, im Prälude, spricht ja das Wir aus Leo und Marcio zum Ihr der Leser. Und das gibt immer wieder so Einschübe, wo das vorkommt. Und aber auch unabhängig davon habe ich mich beim Lesen oft direkt angesprochen gefühlt und ja, so zum Mitdenken animiert. Zum Beispiel gegen Ende gibt es diese leicht grotesken Multiple-Choice-Fragen. Und das ist dann irgendwie so, als wären wir selbst Teil des durchgeführten sozialen Experiments. Ja? Und als müssten wir dann unser eigenes Handeln immer wieder hinterfragen und kontextualisieren. Und dann einfach, also warum mich das so gepackt hat, war einfach, dass ich bestimmte Themen extrem gut umgesetzt fand. Also dieses Thema
Kindheitstraumata, ja, also wie das funktioniert mit der emotionalen Erpressung, dann diese, auch diese Verbindung zwischen familiärer und politischer Unterdrückung und dann die Bewältigung dieser Traumata. Also das fand ich psychologisch einfach extrem gut durchdrungen und mit der Handlung sehr gut verflochten. Und es hat einfach ein starkes Identifikationspotenzial. Also auch wenn man jetzt hoffentlich selbst nicht irgendwie so drastisch erlebt hat, aber man kann es einfach sehr gut nachvollziehen. Und was mir dann auch wirklich sehr gut gefallen hat, waren diese gesellschaftspolitischen Elemente. Also jetzt ganz aktuell leider halt die totalitären Strukturen in der Diktatur, also diese ganz starke Szene, wo es zur Denunziation kommt zum Beispiel. Aber gleichzeitig auch, also wie Antoine auch gerade gesagt hat, diese also die Verbindung aus Diktatur und Konsumgesellschaft, ja, also gewisse Zwänge, die es in der Konsumgesellschaft gibt, in der Wirtschaft irgendwie so Wirtschaftswachstum zum Selbstzweck erklärt wird und das auf Kosten natürlicher Lebensgrundlagen. Und das sind ja auch Probleme, die wir aus unseren marktwirtschaftlich orientierten Demokratien zur Genüge kennen. Und also vieles wirkt davon in diesem Inselkontext dystopisch. Aber ist letztlich von unserer Lebensrealität ja gar nicht so weit entfernt. Und was ich dann eben so gut finde, das hat Antoine ja auch schon angerissen, dass also er moralisiert jetzt nicht, ja, und er ist jetzt, er erklärt uns jetzt nicht, wie die Welt seiner Ansicht nach zu sein hat, sondern was er irgendwie macht, ist, er nimmt diese sinnentleerte Sprache bestimmter Diskurse und kontrastiert die dann mit einer sehr poetischen Sprache, die so einen Bezug zur Wirklichkeit verschafft, der dann wieder viel authentischer ist und uns dann ja, erdet wieder. Es gibt sehr viele kraftvolle Passagen, aus denen ein unbändiger Lebenswille der beiden Geschwister spricht, die ja hart geprüft sind, das Mädchen Leo. Und ja, die wurde weggeschickt. Sie lebt bei einem Onkel und dessen Frau, die bearbeitet hart auf dem Feld, aber es schreit sie niemand an und sie fühlt sich angenommen und vielleicht zum ersten Mal wirklich geliebt von diesem kinderlosen Paar. Vielleicht ahnt sie es, aber sie weiß nicht genau, dass ihr Bruder versucht hat, mehrfach von zu Hause zu fliehen. Er selber fühlt sich wie ein erniedrigtes Tier und er fügt sich Schmerzen zu, um die Trauer um die Schwester, bei der er nicht sein kann, zu beherrschen. Er muss gegen suizidäre Fantasien ankämpfen. Und wenn seine Eltern ihn misshandeln und bestrafen, dann lacht er sie aus, weil er weiß, wie hilflos sie das macht. Das ist seine Rache. Leo hat viel Wut auf ihre erbärmlichen Eltern und sie hat ein kleines Regelwerk verfasst, um Halt zu finden. Ich möchte Antoine Bouters bitten, die Passage mit den Regeln zu lesen. Das ist im Original die Seite 67. Ja, das wäre schön, wenn wir diese neuen Regeln hören. Très bien. Ce sont des règles un peu particulières. Hein? Sehr gerne, das sind etwas besondere Regeln. Trägt den Titel Regeln, um die eigene Familie zu überleben, Mittel gegen den Kummer. Erstens, denk an deinen Vater wie an einen Fremden. Sag dir, dass er der Letzte sein wird, der dir zur Hilfe eilt, weil dein Herz durchbohrt zu werden droht. Zweitens, denk an deine Mutter wie an eine Tote. Bedeck sie mit Erde. Trample nachts laut durch die Gegend, damit du ihre Klage nicht hörst, die zu dir aufsteigen will. Drittens, sag dir, dass Blutsbande nichtig sind. Bist du tödlich verwundet? So zieh die Zunge eines Hundes der Zunge deiner Eltern vor. Nimm Vorlieb mit dieser Art von Schönheit. Vergiss die deinen. Viertens, vermeide Momente der Freude mit ihnen. Sie stimmen dich später nur wehmütig. Sie brechen dir das Herz. Fünftens, bist du ausgehungert, kehr nicht zurück, um an ihre Tür zu klopfen. Öffnen sie dir, werden sie dir Gift vorsetzen, dich mit Vorwürfen überschütten. Sechstens, lerne ihre Stimmen in deinem Herzen zu ersticken. Es sind niemals sie, die nach dir rufen, sondern du selbst, du armes Ding, die ihre Stimme nachahmt. Vor lauter Durst, Angst, Wehmut. Siebtens,
Deine Kleider solltest du selber falten, mit 3 Jahren schon. Trink an deiner eigenen Brust. Mit 4 musst du wissen, wie man jagt, isst allein oder faste. 8. Weine und bete, Kleines. Und zertreten sollst du deine Tränen. 9. Wut ändert gar nichts. Jede Sekunde zählt. Ja. Es ist schon seltsam, wenn man den Text jetzt so hört. Das sind Maßnahmen, die sich auch dann aus dem energetischen Fluss des Buches gewissermaßen ergeben haben. Und wenn sie hier herausgezogen werden, hört sich das vielleicht ein bisschen bizarr an. Aber die Härte ist absolut. Nicht so sehr, weil Leonora ihre Eltern hasst. Ganz im Gegenteil, sie liebt sie. Sie liebt sie über alles, aber sie hat eben nie das Gefühl gehabt, selber geliebt worden zu sein. Und sie ist gerade da in einem Moment ihres Lebens, wo sie eigentlich jemanden brauchen würde, der sie liebevoll umgibt, der sich um sie kümmert, der ihr zuhört, dass ihre Familie für sie eine Art Festung, ein Wall sein könnte gegen die Gewalt, gegen die Brutalität der Welt. Und das wird ihr verweigert. Sie bekommt gar nichts. Und um sich zu schützen gegen dieses unermessliche Leid, wenn man jemanden liebt und von der anderen Seite gar nichts kommt, hat sie diese Regeln verfasst, die extrem brutal und hart sind, weil sie denkt, dass sie so für alle Ewigkeit geschützt ist. Die heranwachsende Leo hat ja eine Fortsetzung der Regeln geschrieben. Und eine weitere Regel lautet, wenn du gehst, denke an die Steine unter deinen Füßen. Sag dir, dass jeder einzelne von ihnen zählt und dass es darüber hinaus nichts gibt. Wer nicht schaut, wo er hintritt, kann ins Stolpern geraten und stürzen. Und falls er auf der Flucht ist, könnten die Folgen schrecklich sein. Was hat den Ausschlag gegeben, Antoine Bouters diesen Appell als Titel zu wählen? Ja, das ist schön, dass Sie das noch einmal unterstrichen haben, dass es noch andere Regeln gibt, die ein bisschen später kommen, die vielleicht nicht ganz so hart sind. Die Zeit ist ein bisschen vergangen und Leonora sieht die Dinge vielleicht schon ein bisschen anders. Ja, ich habe diesen Titel gewählt, Denke an die Steine unter deinen Füßen, ganz einfach, weil er schon ziemlich früh auftaucht, schon früher im Roman, es darum geht, nicht hinzufallen in dem Bemühen, dem Vater zu entkommen. Marcio sagt es zu Leonora, fall nicht hin, denk an die Steine unter deinen Füßen. Das ist nicht der Moment, hier mitten in unserer Flucht zu fallen. Mir gefällt dieser Gedanke der unmittelbaren Bedrohung, dass etwas Unheilvolles passieren könnte. Und Sie hatten es ja gerade auch schon angedeutet, es ist ein Buch, welches nach vorne gerichtet ist. Es ist praktisch eine Durchquerung der Wüste, dieses Buch, und zeigt alles auf, was das Leben an Härten zu bieten hat. Und im Endeffekt versucht man dann, sich eine Art Oase, eine Zufluchtsstätte, wo man Sinn findet, Licht findet, zu schaffen. In dem Fall werden Erdbeeren angebaut, also eine Art unabhängiger Staat, ein sehr viel freierer Staat wird geschaffen, ein Staat im politischen Sinne, aber ein Staat auch im persönlichen Sinne, wie jeder sein Leben leben möchte in dieser neuen Konfiguration. Es ist also wirklich der Gedanke eines Weges, der zurückgelegt wird, eines Parcours, um hinterher eine andere Form des Lebens zu finden, freier, glücklicher, und dass man eben nicht verzichten kann, dass man nicht umhinkommt, um all diese Steine, Löcher, schmerzhaften Momente, durch die man hindurch musste. Denke an die Steine unter deinen Füßen. Das heißt, es gibt nur Sekunden in einem Leben. Viele Sekunden sind schmerzhaft, aber mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht, auf das wir uns abstützen können, in dem Bemühen, jedes Mal einen Schritt weiterzukommen. Das ist der Gedanke, einen Fluss durchqueren und dann auf der anderen Seite am besseren, glücklicheren Ufer anzukommen. Und ich fand das symbolisch auch angebracht, um von unserer Zeit zu sprechen. Ich meine, jeden Morgen wird man wach und fragt sich, wie werde ich durch diesen neuen Tag kommen? Alles ist absurd, nichts macht Sinn. Vielleicht ist unser Hauptmetier, und damit meine ich jetzt nicht nur die Autoren, Schriftsteller und Übersetzer, sondern vielleicht besteht es einfach darin, jeden Tag den Fluss zu überqueren und am Abend schlafen zu gehen in etwas besserer geistiger Verfassung und mit etwas mehr Vitalität. Das ist wirklich ein Vollzeitjob. Antoine Bouters Sprache kann poetisch zart sein, auch entschieden,
auch Elemente von Gewalt haben. Sie ist humorvoll. Auch das Lachen kommt ja, nachdem der Parcours durchschritten ist, zurück. Wie lange, Paul, haben Sie gebraucht, um diesen changierenden Ton einzufangen? Ja, das ist natürlich schwer zu beziffern, vor allem auch rückblickend. Also es ist auch von Textstelle zu Textstelle verschieden. Also manche Passagen, zum Beispiel, die mir erst ziemlich schwer erschienen, die gingen mir dann viel leichter als gedacht von der Hand, während andere dann auf einmal schwierig waren, wo ich nicht so die Schwierigkeiten vermutet hatte. Aber es gibt wirklich eine große Vielfalt an sprachlichen Registern, ja, und der Ton wechselt teils auch sehr abrupt, auch manchmal innerhalb derselben Figur. Und also die Figuren sprechen nicht durchgehend gleich. Da muss man auch schon mal genauer hinschauen. Also ich kann ja vielleicht mal so ein Beispiel geben, was recht schnell ging zum Beispiel, war diese sinnentleerte Sprache des Regimes und der Massenmedien zu übersetzen. Also ich weiß nicht, vielleicht, weil diese Sprache leider mittlerweile ziemlich allgegenwärtig ist und dass ich die auch bei mir irgendwie recht leicht abrufen konnte. Dann war zeitintensiver zum Beispiel es gibt so einen Brief, als Paps und Mams in der Heilanstalt sind und Paps schreibt einen letzten Brief an Sio aus diesem Sanatorium. Und beim zweiten Mal gibt es niemanden, der diesen Brief gegenlesen kann. Und deshalb enthält dieser Brief Rechtschreibfehler, die ich im Deutschen aber anders gesetzt habe, als Voltaire das im Französischen tut. Ja, einfach weil die gängigen Fehler ja auch andere sind. Also im Französischen fehlen dann, glaube ich, die Endbuchstaben bei den Verben zum Beispiel, wie zum Beispiel S und T. Und im Deutschen habe ich dann eher Kommafehler gesetzt, zum Beispiel das Doppel-S, das ein S vertauscht. Und beim Ton war dann eben die Herausforderung, dass dieser Brief irgendwie unbeholfen wirken sollte, aber gleichzeitig auch nicht lächerlich, weil der Vater darin ja auch irgendwie das Bemühen zeigt, seiner Gefühlswelt Ausdruck zu verleihen. Und da Worte nicht so sein Ding waren vor, ist es halt sehr schwierig für ihn. Und also vielleicht, was ich noch mal so ein bisschen eine allgemeinere Anmerkung so zum Ton beim literarischen Übersetzen. Also es geht ja, und das merkt man vor allem bei diesem Text, dass es nicht in erster Linie um das Was geht, sondern es geht um das Wie. Also sprich, es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jetzt irgendeine Info rüberbringe. Also das natürlich auch. Aber das kann, also in vielen Fällen kann das ja sogar schon eine maschinelle Übersetzung ganz gut erledigen. Aber was ich erreichen will, ist wirklich so eine Art Äquivalenz der Wirkung. Also die deutsche Version soll die gleiche Wirkung entfalten wie das Original. Und dann ist halt die Frage, also wie bringe ich den deutschen Text genauso zum Klingen wie den französischen? Und was ich eigentlich immer mache, also das ist ein bisschen so meine persönliche Methode, dass ich das Übersetzte vom Vortag gleich am nächsten Arbeitstag nochmal durchgehe. Und das kann dann manchmal auch nochmal erstaunlich lange dauern. Aber das ist besser, finde ich, als erst am Ende alles nochmal komplett zu überarbeiten, weil da natürlich viel mehr Zeit verstrichen ist und dann der Ton der jeweiligen Passage vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist. Also ich versuche das halt möglichst, also gleich von Anfang an möglichst gut zu machen, das nicht einfach so runter zu übersetzen, weil man am Ende sowieso noch genug überarbeiten muss. Wir kommen langsam hin zu einer anderen ganz wichtigen Figur. Da gibt es eine schöne Passage, die wir auch noch hören würden. Antoine Voltaire ist für mich eigentlich ganz klar ein Aufklärer. Das wird sehr deutlich, wenn es um die Beschreibung politischer Korruption geht. Darüber haben wir schon gesprochen. Korruption, wechselnde Ordnung, Betrug an Leuten, denen man vorgaukelt. Man wolle auf sie hören, um zu verstehen, wie ihnen am besten zu helfen sei. Und dann werden sie doch nur denunziert oder weiter entrechtet und zur Selbstwehr getrieben, was schreckliche Folgen hat. Und weil diese Lüge in dem Land unter dem Regime so offensichtlich gelebt wird, wundert es nicht, dass es Leute gibt, die
sich an andere Kräfte klammern und abergläubisch bleiben. Sie lassen Antoine Wouters eine geradezu mythische Gestalt auftreten. Das ist die alte Heilerin Mama Luna. Ihr ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Und ich möchte Paul Sursac bitten, einen Abschnitt zu lesen, in dem er einige der Wunder, die Mama Luna vollbringt hat, aufgelistet sind. Ja. Ein, zwei Wochen vergingen, bis Sio beschloss, eine berühmte Heilerin kommen zu lassen, die Marcio wieder auf die Beine helfen sollte. Marcio, der nur da lag, dünn wie ein Hering, klapperdürr wie Paps. Diese Heilerin hieß Mama Luna. Sie lebte im äußersten Norden des Landes und bewegte sich ausschließlich zu Fuß mit ihrem Esel Sudo, der die Ausrüstung trug. Eine Sammlung aus Fläschchen, Destillierkolben, Natternhemden, Feldblumen und Essenzen aller Art. Alle kannten sie und alle, ob in Posino oder anderswo, gaben an, sie immer nur als alte Frau gekannt zu haben, hässlich und stur, soweit sie sich zurückerinnern konnten. Aber sie habe auch zahlreiche Wunder bewirkt. Sie verehrten sie. In Posino war sie ein Star. Sio zufolge hatte sie Kinder geheilt, die nicht mehr die Brust bekamen, sondern Steinchen, die ihre Mütter in Töpfen erhitzten, um ihren Hunger zu überlisten. Sie hatte die Frau geheilt, die im Dorf Mannsdame genannt wurde, weil ihr Gesicht plötzlich von dichtem Bartwuchs bedeckt gewesen war. Sie hatte die Gebrüder Sodom geheilt, drei geistig Zurückgebliebene, die sich nicht nur untereinander vergnügten, sondern auch mit dem Vieh der benachbarten Bauern. Sie hatte den Mortadella-Mann geheilt, dessen Gesicht mit weißen und rosa Ozellen und scheußlichen Quaddeln gesprenkelt war. Sie hatte den von sich selbst angewiderten Mann geheilt, einen Patienten, der sich weigerte, nach dem ersten Schluck weiter an seinem Becher zu trinken und der nach jedem Happen sein Besteck wusch. Sie hatte diesen vierjährigen Knirps geheilt, das Felix-Kind, das immer glücklich war, so quietschfidel, dass sein Nervensystem darunter gelitten hatte. Sie hatte Schniedelwutz geheilt, auch der Beinhalter genannt, weil er mit der Hand an der Hose ertappt worden war, während er die jungen Frauen bei Suwana Dunda, der Dorfhebamme, begaffte. Sio zufolge konnte Mama Luna auch starke Zahnschmerzen heilen, Bauchweh und die Ruhe. Sie wusste, dass erweiterte Arterien Aneurysmen bilden, dass Anis Balsam für Personen ist, die unter Darmwinden leiden und dass in den Gesäßfalten längere Risse entstehen können, Wunde, leicht eitrige Stellen, die heftige Schmerzen auslösen. Sie wusste, dass Sonnenwärme und am Feuer erhitzte Kompressen aus Flanell oder Leinen hervorragende Mittel sind, um die Schmerzen zu besiegen. Gegen Frostbeulen rührte sie Stärke und Tannin mit Glycerin an. Sie wusste, dass der Fingerhut Herzflattern lindert, kannte die Pflanzen der Insel wie ihre Westentasche und schenkte auf Wunsch Liköre aus, die nur sie herstellte, aus Malben, Veilchen und Boretsch. Diese Mama Luna hat etwas von einer Märchenfigur, finde ich. Gibt es jemanden, an den Sie gedacht haben, Antoine Wouters, beim Entwickeln dieser Gestalt? Pas vraiment, non, non. Nein, nicht wirklich. Es ist ein bisschen wie die Erschaffung oder die Erfindung des Landes selber, der Insel, also ein Zusammenkommen verschiedener Einflüsse. Mama Luna, das Wichtigste waren vielleicht einfach die alten Frauen in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ganz besondere Persönlichkeiten, also auf der einen Seite sehr autoritär, aber gleichzeitig auch sehr gütig. Und ich meine, sie haben eben auch etwas, was man Hexen zuschreibt. Alte Frauen, die alleine lebten, manchmal ein bisschen am Rande der Dörfer. Und das hat mich damals schon sehr geprägt, als ich klein war. Ich hatte Angst vor diesen Frauen. Und dann habe ich auch erfahren, dass eine meiner Großmütter zum Beispiel selber als Heilerin arbeitete. Ich meine, das ist in den Dörfern hier in der Region ganz üblich, in Deutschland wahrscheinlich auch, dass es solche Heiler und Heilerinnen gibt. Gut, im Mittelalter wären sie wahrscheinlich auf einem Scheiterhaufen gelandet, aber in den 80er Jahren, während meiner Kindheit, waren das Menschen, die immer noch einen gewissen Einfluss hatten, eine gewisse Magie, obwohl die moderne Medizin schon längst im Vordergrund stand. Aber mich hat das immer fasziniert, diese Art von Existenz, fast ein bisschen kindlich.
Hier werden die Krankheiten nicht aufgebauscht, nichts wird dramatisiert. Man bleibt eigentlich im Grunde ganz dynamisch und versucht einfach nur zu heilen und sein Talent anzuwenden. Ich glaube, aus diesem Grund habe ich diese Figur ein bisschen weiter entwickelt. Wir leben außerdem in einer Zeit, wo man älteren Menschen überhaupt nicht mehr zuhört, gar nicht, nie. Und hier eben diese Figur zu wählen, die hier in dem Buch diejenige ist, die das Schicksal von Allah zum Kippen bringt, das fand ich gut. Vor allem in einer Zeit, wo wir im Grunde nur noch jungen Menschen zuhören, Präsidenten, die 35, 40 Jahre alt sind und die wie Kinder sind, also noch nicht wirklich erwachsen, aber trotzdem voller stupider Überzeugungen. Und ich denke, dass alte Menschen, alte Frauen, die man gerne aufs Abstellgleis setzt, eigentlich diejenigen sind, die uns Neuerung und Weisheit bringen könnten. Das stimmt, sie tritt auf jeden Fall sehr autoritär auf, sie schnauzt die Leute an. In ihrem Blick gibt es ein bisschen was Unbarmherziges. Sie raucht Pfeife, sie trinkt wie ein Kerl, sie macht den Leuten, die auf ihre Hilfe angewiesen sind, Angst. Sie hat, ich zitiere, einen miesen Charakter. Sie kommt und verschwindet, wie es ihr passt. Und gegen Ende des Romans wird diese alte Frau eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber es gibt noch eine andere Figur, die heraussticht und so etwas, finde ich, wie eine Lichtgestalt ist. Das ist der alte Siu, zu dem Leo von ihren Eltern geschickt wurde. Siu, der ist jemand, der bereit ist, den Preis zu zahlen für seine Verzweiflung und seinen Ekel vor der politischen Führung, die die Menschen versklavt und zumindest in den Städten über Konsumgüter ruhig stellt. Wie Leo auf ihren Onkel Siu schaut, das hört sich im Roman so an. Ich möchte Paul Sursac bitten, eine Passage zu lesen. Da steht er, mein Onkel, im Straßenanzug mit armseliger, ungeschickt gebundener Krawatte, die eine traurige Beule auf Höhe des Herzens bildet, kniet er vor den Überresten seiner Tiere und berührt sie mit flacher Hand, als fleht er den Himmel um Vergebung an für das, was er getan hat, oder besser gesagt, weil er nichts anderes tun konnte als das, seine Tiere in Fackeln zu verwandeln. Aber er wirkt seltsam gefasst, beinahe wie Mams, wenn sie gut geschlafen hat oder aus Santa Lucia zurückkommt. Ich beobachte ihn, wie er den Hof überquert, sich über die Schlafenden beugt, von denen er sich verabschiedet, wie eben erst von seinen Tieren, indem er sie mit der flachen Hand berührt. Ich beobachte ihn, wie er den Himmel fixiert, den Blick über seinen Hof zum eingestürzten Schuppen schweifen lässt und dann zu Madde, deren Stirn er küsst, ehe er auf mich zugeht. Hab was zu erledigen, muss los. Ja, dieser unscheinbare ältliche Mann wird eine Bombe zünden. Er wird festgenommen, zum Geisteskranken erklärt, weil ein Regime eben nicht zugeben kann, dass Bürger wie er Landleute, einfache Leute Attacken, also planen, Attentate verüben. Und Siu verschwindet für immer hinter den Gittern. Seine Angehörigen verlieren jeden Antrieb, überhaupt noch etwas zu tun, wieder aufzubauen. Denn es gibt natürlich Sippenhaft in Diktaturen und Wege, Menschen ihre Existenz zu nehmen. Und nun bringt Antoine Bauters Mama Luna wieder ins Spiel, nachdem Siu sein Attentat versucht hat und ins Gefängnis gesetzt wird. Im Französischen ist es die Seite 144, die Antoine Bauters jetzt bitte liest. Bon, je sais pas si vous m'entendez. On vous entend, oui, oui. Vous entendez, d'accord. Donc je n'ai pas bien entendu, je lis le passage. Sie wollen also, dass ich den Absatz über Mama Luna lese, ne? Seite 144. Bis zum Ende, ja. Wie sie leibte und lebte, würdigte sie uns keines Blickes. Sie überquerte den Innenhof mit ihren schwarzen Holzschuhen, ihrem schwarzen Gewand und einer Stimme wie ein Wasserwerfer, der alles umnietet, was ihm in die Quere kommt. Lasst mich meinen Job machen.
Sie blieb stehen, verscheuchte Alte und Neugierige, betrat die Küche, in der Marcio gerade das Essen bereitete, ging auf ihn zu, zog eine Bierdose aus ihrer Tasche und schenkte sich in ein großes Stielglas ein. Ah, der Alk, der killt uns noch alle. Sie tauchte den Zeigefinger in den Topf mit der köchelnden Suppe, nahm ihre Pfeife aus dem Mund und legte den Finger angewidert auf ihre Zungenspitze, spuckte aus und warf den ganzen Suppentopf um. Das ist Schlamm, den ihr da fresst. Ihr kotzt mich an. Nach einer Weile berührte sie Marcio und sagte Marodu, bevor sie sich mir zuwandte, sei nicht traurig. So ist das Leben. Und gleich drauf, nicht doch, du Dummchen, mein Scherz. Jetzt lächelte sie. Er ist ein Heiliger, rief sie aus. Sie nimmt die Hand von Madde und sagt Dinge, die sie nicht hörte. Und dann wendet sie sich an Sio. Er ist ein Heiliger, rief sie aus. Sio Carabini ist ein Heiliger. Ihr hättet mich sehen sollen, wie ich gejubelt habe, als die Yacht explodiert ist. Sie warf uns vernichtende Blicke zu. Aber ihr, wo ist eure Kraft abgeblieben, euer Mut, eure Gesundheit? Bang! Sie sprang vom Ballen und spuckte aus. Ihr widert mich an. Die Leute, die abwarten, bis der Cutdown des Lebens abgelaufen ist, widern mich an. Ich sollte gar nicht hier sein. Aber weil ich seit Wochen mit der Vorstellung dieses heiligen Mannes in seiner Zelle lebe, bin ich doch gekommen. Kennt ihr die Gefängnisse des Regimes? Hört ihr ihn etwa, wenn sein Kopf durch einen Autoreifen gesteckt in ein Becken mit kaltem Wasser getunkt wird? Was glaubt ihr eigentlich, ihr Hornochsen? Sie schwieg, ließ ihre Pfeife aufglimmen, dann starrte sie uns an, wie uns Paps angestarrt hatte, das heißt wie Taugenichtse, wie Verlierer. Miese Schweine seid ihr. Leute, die darauf warten, dass der Himmel ihnen den Schädel zerschmettert, verdienen das Leben nicht. Steht auf, verflucht. Stellt euch auf die Hinterbeine. Daraufhin stapfte sie zu unserem Schweinestall, wo sie an Zudo gekuschelt die Nacht verbrachte. Es passiert ja dann auch, dass die Leute aus ihrer Lethargie herauskommen. Mama Luna erteilt ihnen eine kräftige Lektion in Sachen Selbstermächtigung. Das, was sie initiiert, kann man das, Paul Sursak, als Graswurzelbewegung verstehen? Ja, also Mama Luna hält ja diesen ziemlich exzentrischen Unterricht mit Mantras und diesen verrückten Wortkombinationen und lässt ihre Schüler auch viele eigene Texte schreiben, was letzten Endes irgendwie auch dazu dient, so ein eigenes Denken zu entwickeln und der Sprache der Diktatur vielleicht auch künstlerische Ausdrucksmittel entgegenzusetzen. Und dadurch finden die Schüler ja auch irgendwie zu sich selbst und finden vor allem auch heraus, was ihnen wirklich wichtig im Leben ist. Und dazu gehört dann auch das Wirtschaften für den Eigenbedarf. Also es stellt ja einen ganz anderen Bezug zum Land und zur Natur her. Es geht jetzt halt nicht mehr so um das bloße Eindreschen auf die Erde, wie Papst das macht, um die Erträge zu maximieren, sondern wirklich um so eine Art sinnstiftende Koexistenz. Und insofern finde ich den Begriff Graswurzelbewegung ganz gut, aber vielleicht auch im Wissen um dessen Grenzen. Also die Gruppe um Leo und Marcio beugt sich dem Regime am Ende zwar nicht, und sie rufen ja auch ihre Unabhängigkeit aus und bilden sowas wie einen eigenen Staat, aber trotzdem müssen sie auch noch ein Stück weit mit dem Regime zusammenarbeiten. Und also was Voltaires hier nicht macht, er gibt hier keine Anleitung, ja, was seiner Meinung nach zu tun wäre, um diese leicht utopische Lebensform am Ende zu erreichen, die ja bewusst vielleicht auch ein bisschen überzeichnet ist. Aber das Entscheidende hier ist, dass einfach neue Formen des Zusammenlebens ausprobiert werden, die eben nicht von oben aufgezwungen sind. Und da sind eben der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also ich finde, es hat viel von so einer anarchistischen Selbstorganisation. Und wie gesagt, ich habe mich da auch als Lesender aktiv auch einbezogen gefühlt. Also für mich, das finde ich auch so stark an diesem Roman, das ist eine Literatur, die also zumindest im Denken wirklich auch neue Möglichkeitsräume eröffnet.
Also ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, auch von Mama Luna, die eine wichtige Lektion mitgibt den Leuten, die sie um sich versammelt. Sie sagt, dreht euch nicht um, geht ohne Bitternis und Schwere weg, macht einen Strich unter euer bisheriges Leben, schaut nach vorn, erinnert euch daran, dass ihr schon einmal Glück empfunden habt und Freude. Und der Roman hat düstere Facetten, wirklich. Da ist ja viel Schmerz und Gewalt. Aber zum Schluss gibt es auch dieses utopische Moment, diesen Ausblick. Man weiß eben nicht, wie das Lebensexperiment ausgeht. Antoine Wouters, stand Ihnen dieser Schluss, wo alles in der Schwebe bleibt, aber doch auch Ruhe einkehrt, beim Schreiben vor Augen? Est-ce que vous pouvez répéter juste la toute fin? Können Sie den Schluss nochmal wiederholen, bitte? Beim Schreiben, der Schluss, also dieser utopische Ausblick vor Augen stand, also der Moment, wo aber doch auch etwas in der Schwebe bleibt. Wir wissen ja nicht, wie das weiter ausgeführt wird. Oui, 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 j'avais envie de... Ja, denn... Von dem Augenblick an, wo die Figur der Mama Luna auftritt in dem Roman, habe ich selber gespürt, dass ich es nicht belassen konnte bei dieser tristen Bilanz und dem Gedanken, dass wir es auch kollektiv nicht schaffen. Dass es nicht möglich ist, sich zusammenzutun in dem Bemühen, etwas Schöneres, etwas Gerechteres zu schaffen. Und was mir wirklich gut gefallen hat bei der Figur von Mama Luna und was mich dann auch im Endeffekt zu diesem Ende geführt hat, zu dieser Utopie, das ist richtig, und dieser Form des Zusammenlebens, die wir vielleicht auch in unserem heutigen Leben mal austesten könnten. Aber ich glaube, es ist nicht schwieriger, eine schöne Welt zu schaffen, als eine ekelhafte Welt. Kostet nicht mehr Energie und auch nicht mehr Zeit. Und das ist ja im Grunde auch die Aussage von Mama Luna. Und das ist ja auch das Ziel bei der Schaffung dieses unabhängigen Staates. Und was mir, um nochmal kurz auf Sie zurückzukommen, was mir wirklich gut gefallen hat bei Ihrer Figur, ist, dass im Unterschied zu vielen Menschen heute, die eine Rolle spielen möchten in unserem Leben, die treten auf als sehr wohlmeinend, als Propheten. Wenn man sich zum Beispiel die Reden des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron von vor ein paar Tagen nochmal anhört, wo er bestätigt hat, dass er auch in den Wahlkampf zieht, dann hat man wirklich das Gefühl, es ist ein Wahnsinniger, der aber 100% davon überzeugt ist, dass er uns Lösungen bringen wird, die uns gut tun werden. Er präsentiert sich, er stellt sich da als ein Prophet, der weiß, was gut ist für uns. Und ich habe im Buch versucht, das genau umzudrehen. Mama Luna tritt auf als jemand, der streng, unangenehm ist, überhaupt gar nicht freundschaftlich auf die Menschen zugeht. Und deswegen finde ich das interessant, auch mal ein bisschen ironisch zu sehen, dass die Führungspersönlichkeiten heute, politische Führungspersönlichkeiten und so weiter, auftreten als etwas, es wäre doch interessant, wenn wir da mal jemanden hätten, der eben nicht sanftmütig, schön, interessant, sondern mal genau das Gegenteil proklamieren würde. Denn Sanftheit und Sinn in unserem Leben, das würde sicherlich die Existenz reichhaltiger machen und mehr Licht reinbringen. Und häufig findet man das bei solchen Menschen, die auf Anhieb gar nicht diesen Eindruck machen. Und ich schreibe auch deswegen, um Werteumkehrungen herbeizuführen, in Anlehnung an Nietzsche. Das ist das Gegenteil einer Marketing-Spezialistin, die auf Kommunikation ausgerichtet ist. Sowas braucht sie alles nicht. Sie ist verbunden mit einer Wahrheit, die auf solche Lügen verzichten kann. Wunderbares Buch, großartige Charaktere. Ich würde an dieser Stelle auch mit Blick auf die Uhr gerne dem Publikum, was sich zugeschaltet hat, die Möglichkeit geben, Fragen, falls es welche gibt, an Antoine Wouters und Paul Sursak stellen. Ariane Batutovan hat das eingangs schon mal gesagt. Es gibt die Möglichkeit, unten an diesem Button eine kleine Hand zu aktivieren. Dann sehen wir, wer teilnehmen möchte, wer eine Frage hat oder etwas kommentieren möchte. Und derjenige oder diejenige müsste dann nur noch ihr Mikrofon aktivieren. Ich
J'ai une petite question pour Antoine Botters. Ich hätte eine kleine Frage an Antoine Botters. Für mich gibt es da doch einen gewissen Widerspruch. Die Kinder, vor allem zu Beginn des Buches, verhalten sich wie Kinder. Aber die Überlegungen, die sie anstellen, sind Überlegungen von Erwachsenen. Wie erläutern, wie erklären Sie diesen Widerspruch? Also Sie meinen die Tatsache, dass Sie vielleicht zu reif sind in Ihren Überlegungen, in Ihrer Gedankenwelt? Ja, ja, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Was ich versuche, ist Folgendes. Ich möchte natürlich auch immer gegen Stereotype vorgehen. Ich schreibe seit jeher über die Kindheit oder über Situationen, die Kinder erleben. Und das hat man mir schon bei einem vorherigen Roman mal gesagt. Ja. Seltsam ist das, aber ihre Kinder haben Gedanken von Erwachsenen im Grunde. Und ich glaube, dass die Wirklichkeit und die Realität, in der viele Kinder leben, vor allem wenn sie so viel Gewalt und Brutalität ausgesetzt sind, dann ist das sehr komplex und dann mag einen das durchaus überraschen, wie reif diese Kinder zumindest in ihren Gedanken bereit sind. Ich habe das auch in meiner eigenen Erfahrung mir ansehen können. In benachteiligten Schichten ist es so, dass Kinder, die 7 oder 8 Jahre alt sind, sich erwachsener verhalten als die Erwachsenen. In der Region, in der ich aufgewachsen bin, gab es in meiner Umgebung so viel Gewalt und Brutalität, der diese kleinen Mädchen und Jungs ausgesetzt waren, dass in den Familien, in der Psychologie nennt man das die Parentalisierung, die Kinder sich im Grunde wie die Eltern verhalten mussten, gewissermaßen die Stelle der eigenen Eltern einnehmen mussten. Wenn Sie einen Vater haben, der Alkoholiker ist zum Beispiel, und man abends Angst hat, aus der Schule zurückzukommen, weil man nicht weiß, in welcher Verfassung er sein wird, dann lernt man das schnell, die Kindheit hinter sich zu lassen. Und genau das erzählt das Buch hier auch. Meine Waffe sind die Worte. Wenn man klein ist, als Kind, verarbeitet man das natürlich ein bisschen anders, noch nicht wirklich in Form von Sprache. Ich muss mich des Schreibens bedienen. Merci. Merci à vous. Vielleicht gibt es noch jemanden, der eine Frage stellen möchte. Wenn nicht, dann würde ich gerne wissen wollen, noch, Sie hatten Antoine Botters eingangs gesagt, das Buch wurde vor etwa 5 Jahren, haben Sie es geschrieben. 2018 ist es in Frankreich herausgekommen bei Verdier. Welchen Platz nimmt es ein in Ihrem doch schon ziemlich umfassenden Oeuvre? Sie schreiben viel und gerade jetzt sind im letzten halben Jahr 2 Bücher rausgekommen, 2 Romane. Den gleichen Platz wie all die anderen Bücher. Es ist schon im Grunde seltsam. Man verbringt so viel Zeit, damit dieses weiße Blatt sich anzusehen, sie mit Wörtern zu füllen, diese Seiten zu schreiben. Paul könnte sicherlich sagen, das ist das Gleiche beim Übersetzen. Man investiert sein Herzblut, seine Überzeugung. Und dann, wenn der Text fertiggestellt ist, dann ist im Grunde der erste Instinkt, dass man sich davon abwenden möchte. Und das wird natürlich noch dadurch verstärkt, dass man gar nicht die Wahl hat, weil man ein bisschen Promotion machen muss. Man muss monatelang in der Presse und überall von diesem Buch sprechen. Es gibt Lesungen und so weiter. Das ist alles interessant und macht Sinn, ist aber gleichzeitig auch sehr ermüdend. Und dann stellt man fest, dass die ganze Energie, die man in das Buch investiert hat, sich irgendwann umkehrt und dass man eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig motiviert ist, das Buch zu öffnen oder darüber nachzudenken, sondern genau wie die Figuren des Buches an die Zukunft zu denken und etwas anderes zu schreiben, etwas Neues. Aber dieses Buch ist schon wichtig für mich, denn ich denke, es ist das erste Buch, welches so deutlich hier
bekennt, dass Literatur für mich auch in Zusammenhang mit politischem Engagement steht. Das habe ich jetzt nicht wortwörtlich da reingeschrieben, schwarz auf weiß in den Text, weil das nach wie vor eine Dystopie ist. Paul sagte das ja auch, oder vielleicht auch eine Utopie. Kommt drauf an, welchen Zeitpunkt Sie herausnehmen, aber es ist auf jeden Fall eine politische Geste. Es ist eine politische Dimension. Und ich denke, das ist das erste Mal, dass das so deutlich zum Ausdruck kam. Die Bücher, die ich danach geschrieben habe, gehen alle in diese Richtung. Danke. Noch einmal die letzte Aufforderung, eventuell eine Frage zu stellen. Es gibt eine, glaube ich, Nachricht im Chat. Eine Frage, ich kann das mal vorlesen. Eine Frage zu den Sexszenen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Sie sind oft sehr explizit, können schockierend wirken, aber so fragt sich diejenige, die uns die Nachricht geschickt hat, ob da noch mehr dahinter steckt oder sie noch etwas anderes bedeuten als in Anführungszeichen nur Sex. Antoine Bouters, könnten Sie etwas dazu sagen? Nee. C'est effectivement un des, ja, das ist richtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist wie die Frage, die mir gerade vorher gestellt worden ist, im Zusammenhang mit diesem offensichtlichen oder anscheinenden Widerspruch zwischen den Kindern mit Gedanken von Erwachsenen und jungen Heranwachsenden, eben die bereits eine recht ausgeprägte Sexualität, vielleicht auch ein bisschen eine zügellose Sexualität haben. Die Funktion im Buch, also nein, ich habe nie ein Buch oder Sexszenen geschrieben, die nur da waren, um Leser anzulocken. Das ist nicht meine Art und das mag ich auch nicht besonders. Hier ist vor allem zu Beginn des Buches die Sexualität sehr wichtig, denn ich sprach ja vorhin von dem Mythos von Androgynos, sie haben ein fast fusionelles Verhältnis untereinander und später, als Leonora dann auch mit anderen Jungen sexuelle Beziehungen unterhält, das ist dann schon anders gelagert. Das war mir dann sicherlich, oder da habe ich mich sicherlich auch inspirieren lassen von Feststellungen, die ich selber gemacht hatte, Beobachtungen in den doch sehr stark benachteiligten Milieus meiner Kindheit. Denn sobald man eine gewisse Form von Freiheit in Anspruch nehmen kann und aus dieser geschlossenen Welt mit den ganz harten Eltern rauskommt, nichts kennt von der Welt, vor allem nie viel Liebe erfahren konnte, gibt es einen Ausweg. Unter all den verschiedenen Möglichkeiten, die sich anbieten, ist es eben bei einigen jungen Menschen so, dass sie versuchen, möglichst viele Abenteuer zu haben. Sie wollen um jeden Preis geliebt werden und das nimmt dann häufig diese Form an von sexuellen Abenteuern, die manchmal auch nicht so besonders schön sind oder angenehm und sicherlich auch nicht sehr bereichernd. Aber es ist eben eine Möglichkeit für jemand, der stark verletzt ist, in den Armen von jemand anders die Liebe zu finden, die man vorher nie gefunden hat oder erhalten hat in der Familie, die von den Eltern verweigert wurde. Wissen Sie, die Psychologie, das ist eigentlich sehr, sehr üblich, auch aus der psychologischen Warte. Ich meine, das mag schockieren, weil Sie sehr jung sind hier in dieser Erzählung. Aber das Leben ist, wie es ist. Und was hier dargestellt wird in der Erzählung, ist noch recht soft im Verhältnis zu dem, was sich im wirklichen Leben bei einigen Familien abspielt. Vielen Dank für die Antwort und das tolle Buch. Das war der Kommentar. Danke von Sonja, die die Frage zur Sexualität gestellt hat. Und jetzt eine Frage an Paul. Concernant les choix des livres qu'il traduit, lui sont-ils imposés ou bien... Dafür sucht er sich selber aus, Paul, welche Bücher er übersetzt oder weshalb. Wählen Sie nach Thema aus, weil Ihnen das gefällt? Also ich habe das Glück, dass ich eigentlich nie ein Buch übersetzen muss, was mir nicht gefällt. Zum Glück auch nicht, weil dann würde ich es einfach nicht gut übersetzen. Also wenn man merkt, dass da ein Buch ist, das einem nicht liegt, dann sollte man besser die Finger davon lassen. Aber gut, also ich bin jetzt auch nicht nur rein vom Übersetzen finanziell abhängig. Ich unterrichte auch noch nebenbei, weshalb ich dann ja das Glück habe, eben, dass ich dann wirklich die Bücher auch nehmen kann,
die mir sehr gut gefallen. Also ich arbeite ja vor allem für den Secession Verlag und der hat aber sehr gute Bücher. Also meistens gefällt mir auch das, was ich dann angeboten bekomme. Ich habe einmal, glaube ich, ein Buch abgelehnt auch vom Secession Verlag. Das würde ich heute zum Beispiel nicht mehr ablehnen. Und aber ich bin aber ganz froh, dass ich diese, das ist auch so eine Luxussituation, dass man die Bücher vorgeschlagen bekommt, die einem gefallen. Manchmal ist auch die Frage, ob man als Übersetzer, Übersetzerin auch eigene Übersetzungsvorschläge macht. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, aber man muss überlegen, was das für ein riesiger Rechercheaufwand ist. Also man muss gucken, sind die Rechte noch frei, man muss überlegen, an welchem Verlag schlägt man das vor. Und dann kommt keine Antwort oder es kommt dann irgendwann eine Absage oder dann sind die Rechte doch nicht verfügbar. Und das kostet natürlich extrem viel Energie, sich selbst auf die Suche zu machen. Also ich halt auch immer Ausschau, wenn ich so ein, vielleicht hat man mal Glück und es gibt so einen Zufallstreffer, aber also im Idealfall bekommt man Bücher vorgeschlagen, die einem gut gefallen. Ja. Und also dieses Buch war jetzt wirklich, ich glaube, ja, vielleicht war das sogar mein liebstes Buch, einfach wegen der ganzen Themen und auch sprachlich. Also es hat mir selbst so viel Energie gegeben, es hat mich so viel in meinem Alltag inspiriert. So, also man hat ja, also man fühlt sich selbst extrem kreativ und bekommt auch Lust selbst zu schreiben und neue Welten zu erschaffen. Ja. Was für ein schönes Kompliment. Je merci parce que ça me fait Ja, évidemment. ganz herzlichen Dank. Das freut mich jetzt wirklich sehr, wenn ich das höre, wie Paul Zurzak das jetzt formuliert hat. Das ist wirklich ein wunderbares Kompliment. Ganz herzlichen Dank. Was ich unglaublich finde bei der Übersetzung, wozu ich übrigens völlig außerstande wäre, ist, dass dies im Grunde den Traum fortsetzt. Denn worum geht es denn bei Literatur? Ein Schriftsteller hat bestimmte Vorstellungen und Visionen und er bringt sie zu Papier und versucht, diese Träume dem Leser so getreu wie möglich zu vermitteln, ohne dass das verloren geht, was man selber empfunden hat und gespürt hat. Und bei der Übersetzung, ich habe wirklich gespürt, dass Paul so gearbeitet hat. Er hat mir auch übrigens vieles beigebracht, was mein eigenes Buch anbelangt. Er hat so präzise Fragen gestellt. Er ist den Textpassagen vorgedrungen, die ich vielleicht weniger gut kenne als er, gerade bei den technischen Aspekten. Und er hat mir manchmal, hat mich aufmerksam gemacht auf Dinge, die ich selber gar nicht gesehen habe. Und das ist ja nun wirklich der Beweis dafür, dass es ihm gelungen ist, dieses Material, die Rohfassung umzuwandeln oder die ursprüngliche Fassung in eine andere Sprache, ohne dass etwas verloren gegangen wäre. Auch wenn man natürlich weiß, dass eine Übersetzung immer eine Neuerfindung oder eine Neuschreibung ist. Aber ein Traum kann auch neu geschrieben werden. Worauf es ankommt, ist, dass die Intensität, die Stimmung so übernommen wird wie im Original. Das habe ich bei ihm sehr gut gespürt. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch, das wir zu dritt führen konnten und Sie beide auch sich so schön bezogen haben aufeinander. Danke für die Fragen aus dem Publikum. Jean Cherel bedankt sich auch bei Ihnen, Paul Zurzak, nochmal für die Antwort. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir Gaby Holling und Pierre Richard gerne ins Bild bekämen, denn die beiden haben dafür gesorgt, dass in beiden Sprachen zu hören war, über was wir geredet haben. Jetzt hören wir Pierre Richard, sehen wir schon, auf Gaby Holling warten wir noch. Und da haben wir sie auch im Bild. Also Ihnen beiden vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön. Ariane Batouan könnte langsam ins Bild kommen, wäre auch nett, denn die Equipe des Institut Culturel Franco-Allemand in Tübingen ist wunderbar engagiert. Und ja, das war jetzt die dritte Runde, das dritte nominierte Buch, über das wir gesprochen haben. Es gilt jetzt nur noch abzustimmen. Am 31. März, glaube ich, läuft die Frist ab. Also bis dahin haben alle, die uns zugehört haben, die Möglichkeit, das Votum abzugeben. Und dann sehen wir, wer das Rennen macht und wer den Preis in diesem Jahr gewinnt. Merci beaucoup, Sigrid. Merci beaucoup, Paul et Antoine, Gabi et Pierre dans les coulisses pour Ja, l'interprétation de ganz ce Buch. herzlichen Dank auch an all diejenigen, die hier hinter den Kulissen
anwesend waren. Und ja, wir werden dann demnächst die Entscheidung bekommen. Ich möchte Ihnen auch danken für diese hochinteressante Diskussion. Es gab wohl noch eine letzte Frage. An mich, oder? Glaube ich, ja. Ah ja, genau. Also die Frage, ob Paul auch La Montée des Eaux übersetzt hat. Leider noch nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das ich beim, ob der Secession Verlag jetzt die Rechte gekauft hat oder nicht. Das hat muss ich nochmal mit dem Verleger sprechen. Also ich habe das Buch gelesen und war auch wirklich... Apparemment, ils font acheter. Ah oui? Ich glaube, ja. Das ist immer so. Dann fragt er dann, ja, und wie weit bist du schon mit der Übersetzung? Okay, anscheinend, gut, vielleicht will er es auch selbst übersetzen. Ja, also ich habe das Buch gelesen und fand das wirklich sehr schön. Also einerseits habe ich dann auch Kontinuitäten gesehen, auch zu Pont-Sophias tout départ und so ja auch ein bisschen besser Antoines Schreiben verstanden. Und andererseits war das dann wieder so ein ganz neues Buch, also das wirklich auch für sich steht, genauso wie Pont-Sophia für die Paar für sich steht. Und ja, also ich hoffe, ich kann es noch übersetzen. Ja. Wünschen wir uns alle. Ça finit sur une bonne nouvelle, apparemment. Eine gute Neuigkeit zum Abschluss, ganz offensichtlich. Ja, Sigrid, ich denke, wir können damit unsere Veranstaltung zum Abschluss bringen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Ich danke natürlich auch dem Publikum. Ich danke unseren Gästen, den Autoren, dem Übersetzer, den Dolmetschern, Frau Brinkmann natürlich für die Moderation. Und mein Dankeschön geht natürlich auch an das ganze Team. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Schönen Abend. Tschüss. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il y a des applaudissements virtuels. C'est gentil. C'est nett. Au revoir. Merci.